Herzlich willkommen bei Let's Make Money. Das Las Vegas Rubbellos von Westlotto hat sein Design geändert und auch die Spielfeldaufteilung hat sich geändert. Der Spitzengewinn ist von 75.000 auf 50.000 Euro verringert worden. Und anstatt 3 Felder haben wir aber jetzt 6 Felder. Wir müssen unter den jeweiligen Feldern 3-mal das gleiche Symbol finden und dann haben wir den jeweiligen Geldbetrag gewonnen. Fangen wir direkt an mit dem ersten Los und rubbeln mal die ersten Felder frei. Zitrone, Bar und die 7. Ja, 1000 Euro wären es gewesen bei 3 gleichen Symbolen. Haben wir leider nicht errubbeln können. Münzen, Münzen, Münzen! Ja, ich fasse es nicht. Erstes Los, gleich ein Gewinn drin. Aber schauen wir erstmal. Mehrfachgewinne sind ja möglich. Dollar, das Feld ist kein Gewinn. 10 Euro. So, nächste Feld, kein Gewinn. Da wären die 50.000 Euro drunter gewesen. Schauen wir das nächste. Wieder kein Gewinn. Auch nichts. Also wir haben nur einen Gewinn erzielen können. Es fragt sich nur noch, in welcher Höhe. Das werden wir jetzt sehen. 2 Euro. Das heißt, der Lospreis ist wieder raus. Der Lospreis ist wie bei den alten 2 Euro pro Los. Dementsprechend haben wir dann nur den Lospreis rausbekommen, aber immerhin besser wie gar nichts. Ein Herz, eine Glocke, eine Krone, somit kommen wir keine 1000 Euro. Stern 77, 50.000 Euro. Pik, Münzen, Kirsche wären 10 Euro gewesen. Herz, Pik und Diamant. Wieder die 50.000. 2 Felder haben wir noch. Klee, Klee. Schade. Der Dollar haut uns dazwischen. Keine 1.000 Euro. Kirsche, Stern, Diamant. Selbst die 2 Euro sind mir nicht vergönnt. Krone, Zitrone, Diamant, keine 1000 Euro, Münzen, Zitrone, Bar, 4 Euro verpasst, Stern, Stern, schade, die Kirschen trennen mich von den 50.000 Euro, Kirsche, Diamant, Pik, 10 Euro wären unter diesem Feld gewesen. 2 Felder sind noch. Hufeisen, Glocke, Krone. Da sind wieder die 50.000 drunter. Dollar, Herz und Klee. 4 Euro. Ja, noch eine Niete. 2 Lose habe ich noch. Kann also alles noch drin sein. Herz, Kirsche, Jeton, keine 20 Euro, so, 2 Siebener und eine Krone, heißt keine 1000 Euro, Münze, da haut die Krone und das Bar dazwischen, da wären 2 Euro drunter gewesen, Diamant, Hufeisen, Pik, 50 Euro. Ja, ich glaube, mit den alten Las Vegas Losen hatte ich ein bisschen mehr Glück. Pick, Dollar. Da habe ich einige schöne Gewinne erzielen können. Kirsche, Klee, Stern. Da sind die 50.000 drunter. Aber vielleicht muss ich mich ja auch mit den Losen erstmal ein bisschen warm rubbeln. Und die Gewinne kommen dann beim nächsten Mal. An sich gefällt mir das Los schon mal ganz gut. Ist etwas mehr zu rubbeln als bei dem alten. Im Endeffekt 3 Flächen mehr zu rubbeln.
Wäre natürlich auch schön, wenn man dreimal so viel gewinnen würde. Aber mit den Gewinnen ist das leider noch so eine Sache. Wir sind beim letzten Los angekommen. Jetzt könnte hier ruhig mal ein Gewinn drin sein. Wir haben 10 Euro investiert hier und bis jetzt nur 2 Euro gewinnen können. Da sind 3 Scheine und nochmal 2 Euro. Ja, 4 Euro. Wenigstens keine Niete zum Abschluss hier. Vielleicht habe ich dann beim nächsten Mal ein bisschen mehr Glück. So, 2 Euro konnte ich noch rausrubbeln hier aus dem letzten Los. Somit 2 Gewinnlose. Ein Draufleger von 6 Euro bei 10 Euro Ausgaben. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einfach einen Daumen nach oben da. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, abonniert doch einfach meinen Kanal, dann verpasst ihr auch in Zukunft keine Rubbelvideos mehr. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.